Dann können wir jetzt nämlich da weiter düsen. Der ist Level 68, der ist halt auch schon richtig hochgelevelt, ne? Und er hat Ränkeschmied drauf. Oh. Ein Traum. Imagine, der würde jetzt noch seinen Speed boosten, ne? Boah, wäre das geil. Wäre das lecker. Pamomamo, Vitalsing und zweimal Yonago-Beere könnte spannend werden. Boah. Das wäre auch gar nicht so verkehrt für mein... Wobei, nee, ich habe... Da habe ich zu viele Bodenschwächen gerade. Da ist Boden gerade für mich ein zu großes Thema und Problem. Dass das jetzt so eine gute Option für mich wäre. Ah, so ein bisschen Agoyon-Gameplay. Das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Das ist doch der heiße Scheiße Reno. Also geiler heißer Scheiße Reno. Ist noch irgendein richtig krankes... Oh, da ist ein Lowball. Irgendein kranker Grass-Type, der mir richtig hilft. So ein Shaman Sky oder so. Und dann wäre ich richtig happy. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob dieser Squad Eternatus besiegen kann, aber... Ich sag mal, das ist ein Problem für die Zukunft. Das ist ein Zukunftsproblem. Ja, manchmal sind die anderen top. Die sind wahrscheinlich auch gerade so in Pokémon Rogue vertieft, dass die da gar nicht wissen, was sie da anderes machen sollen. Ne? Aber auch verstehen. Ja, auch verstehen. Man muss ja aktiv bleiben und aktiv da sein, damit da nichts in die Hose geht. Ne? Das verstehe ich, das verstehe ich. Wir wollen ja schließlich nicht, dass was in die Hose geht. Ne? Da ist etwas, was wir tunlichst vermeiden wollen. Terra-Kristall-Orb. Oh. Das könnte tatsächlich auch sehr interessant sein. So irgendwas in irgendeine geile Terraform bringen. Könnte noch sehr nützlich sein. Gerade bei meinen vielen Schwächen ist das eigentlich nicht mal verkehrt. Easy-over. Weil vielleicht holen wir dann noch was raus. Denk an 90 und 95. An 90 habe ich gedacht, an 95 hätte ich jetzt schon wieder nicht mehr gedacht, bin ich ehrlich. Da wäre ich schon wieder raus gewesen. Da hätte ich schon wieder vergessen. Zeraora lernt aber auch irgendwie gerade nicht mehr wirklich, aber noch krasse andere Moves. Ich merke schon, ne? Sag mal, die Moves bei dem halten sich auch ein wenig in Grenzen, habe ich das Gefühl. Stromstoß nehmen. Eine Plasma-Fäuste darfst du langsam mal auch auspacken. Das finde ich nicht verkehrt, Monsieur Zeraora. Das würde mich noch sehr glücklich machen. Ach, du Scheiße. Boah, das Problem ist, Flammenwurf wäre bumsgeil für... Oh mein Gott. Flammenwurf wäre halt saustrong für Agoyon, aber das Mega-Armband für Mega... Ich glaube, wir müssen das Mega-Armband nehmen. Ah, auch wenn ich super gern die TM-Flammenwurf genommen hätte. Alter, wie nervig. Dass ich mich da jetzt entscheiden musste, war schon ein bisschen assi. Ich überlege gerade, ob ich mich gegen den Setup, weil ich nicht weiß, welcher Gegner hier nachkommt. Da habe ich schon mal ein paar Boosts. The Root? Ist der gut, echt? Na gut, der kann es die. Ich meine, The Root würde ich auch nehmen, bin ich ehrlich. Aber brauchst noch die Steine, das stimmt. Ja, ja, klar. Aber ich sag mal, da bauen wir drauf. Da bauen wir einfach drauf. Und hallo, Mika. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, das ist ein schöner Tag. Hello. Hallo, Jerry von den Jerrysons. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, auch du hattest einen schönen Tag. Da würde ich jetzt sogar den Spitzenschnabel über Dings nehmen. Oh. Oh. Oh, no. Heilen sollen. Das war dumm. Da jetzt einfach so reinzugehen war... Boah, das ist ja immer noch Pendis so strong. Ah, das nehme ich. Ja, jetzt wacht er nämlich auf. Ja, das war klar. Da kommt ein Aeros. Na gut. Hm. Ja, im Anime fand ich die auch actually voll sympathisch. Da fand ich die auch sehr cool. Wir nehmen mal den Special Attack Boost hier mit. Ich glaube, das ist nicht verkehrt durch den Kill. Runerigus. Oh. Ich glaube, ich muss eher wechseln. V
bevor hier irgendeine Kacke passt. Ich glaube, mit dem können wir sogar wirklich gut Seelentanz einmal drücken. Und dann können wir die abschlacken. Oh. Mann, hätte dieses Squadrom einfach Grazzy Search. Er wäre so geil. Ich hasse mich selber so sehr, ne? Letzte Ehre. Ach so, natürlich. Natürlich hat der letzte Ehre. Ich weiß jetzt nicht, welche Fähigkeit er genau hat. Deshalb ich greife einfach mal mit seinem Headbutt an. Oh, vom Mimigma das schon mal kaputt zu machen, ist aufhören. Das ist ein unangenehmer Kampf, bin ich ehrlich. So, Spukball. Oh, zweimal Spukball. Ah. Sollte den easy killen. Okay, jetzt macht sie irgendwelche ganz, ganz weirden Switches, die ich so nicht nachvollziehen kann, die ich aber feier. Ja, dadurch vorziehen sie noch mal Knuller. Hat sie keine Geistattacke auf dem? Okay, ich glaube, Goldengo holt uns das nach Hause. Aber ja, allgemein, ich muss sagen, die letzten Folgen des Pokémon-Anime fand ich wieder besser. Fand ich angenehm. Die hatten aber auch mehr so Ash-Vibes, habe ich das Gefühl. Also so, wie die damals waren. Wir kriegen nochmal Eiergutschein. Nice. Habe ich Jerry eigentlich Hallo gesagt? Ich weiß es nicht. Ansonsten Hallo, Jerry. Ich hoffe, ihm geht's gut. Eiergutscher. Damit wir mal wieder ein paar Eier. LOL. Wir haben einfach das Manaphy-Ei gezogen. Ja gut, also wir werden ziemlich sicher ein Manaphy aus diesem Ei raus. Oder kann da auch Fione schlüpfen? Oh, bitte nicht Fione. Oh, da kann auch Fione rausschlüpfen. Sag doch sowas nicht. Seit dem neuen Arc ist er wieder geil. Geil würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ist wieder solide, würde ich sagen. Ich glaube, solide ist da ein gutes Wort für. Geil halte ich für eine kleine Hyperbel. Ja, wir chillen ein bisschen. Ich habe das Gefühl, war ich hier schon mal? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Oh, Langar. Boah, der wäre prinzipiell auch super nützlich mit Screens und so. Aber ich habe momentan nicht ein Mon, was ich hier raushauen würde, weil der ist mein Mega, der ist geil, der ist geil. Das ist mein Shiny, der ist geil und den brauche ich einfach Typing-wise. Also so wirklich eine Option habe ich hier nicht. Boah, Grazzy Terrain würde mir so viele Probleme wegmachen, das ist der Wahnsinn, ne? Da haben wir aber jetzt natürlich den Eiergutschein. Hey. Dann gönnen uns gleich noch eins. Es wäre nice, wenn wir heute nochmal ein Geil. Also, wenn wir heute einen Custom Shiny einfach ziehen, dann wäre ich ja der glücklichste Mann auf diesem Planeten. Ja, stimmt wahrscheinlich auch nicht. Da gibt es geilere Dinge. Aber wäre trotzdem nice, ne? Wäre trotzdem nice. Wisst ihr, was mich. Das Einzige, was mich so traurig über meinen Urlaub macht, ist, dass ich eine Woche. Dass es nur eine Woche ist. Ich habe das Gefühl, eine Woche geht so immens schnell rum immer. Das ist der Wahnsinn. Also da blinkst du zweimal mit deinen Äuglein und schon ist die Woche halt wieder rum, ne? Also wenn du mal willst, dass die Zeit nicht schnell vergeht, geht das so schnell als zum Kotzen. Von Abdo Terra Hitzekoller. Mega Lamus One-Shot. Ja, ich meine... Ich meine, es ist im Endeffekt keine Resistenz, aber Mega Lamus finde ich auch wild, muss ich sagen. Oh nein, das Mascagato ist ja jetzt auch gedingst. Aber Pflanze fangen wir ja mega gut ab. Sollte nicht das Problem sein. Geh mal auf ein Toxin, weil sie wird ja vermutlich wechseln. Oh, stark. Jetzt hätte ich gerne einfach Ränkeschmied gedrückt, bin ich ehrlich. Drachenpfeile. Wild. Pokano. Ah, gut. Das ist ein Pokano, ne? Ja. Das juckt mich dann doch eher weniger. Bin ich gespannt, was sie gegen Monetiere reinschickt. Wie kann man? Ja, Goldrausch. Als ob der Protector der zählt hat. Tschüss, Pokano. Ja, also Monetigo macht hier schon mal einen guten Job. Ich hatte keinen Drop bekommen. Hä? Wieso hat Goldrausch mir keinen Drop gegeben? Ah, weil jetzt erst, okay. Na gut. Wir haben mich zu früh beschwert. I'm sorry. Ich zieh meine Beschwerde zurück. Zum Glück habe ich dich gewarnt. Ach, ich glaube, so genau habe ich da nicht drauf aufgepasst, dass wir jetzt schon da sind.
Aber trotzdem natürlich nicht verkehrt. Ne? Nehmen wir mächtigst, prächtigst gerne mit. Würde ich behaupten. Ja, komm, wir hauen jetzt einfach mal mit Steigerungssieg drauf. Ja, das war irgendwie nicht so der Play. Wobei, das können jetzt. Ja, nee, das war nicht der Play. Sterbe ich jetzt? Okay, ich bin so gut wie tot. Aber ich habe keinen Bock, einen Beleber kaufen zu müssen. Wechsel Nagoya. Jetzt wechselst du auf Drachenpfeile, du Zinker. Das läuft noch nicht so 100%, wie ich es gerne hätte, aber solange wir durchkommen und alles einigermaßen fit ist, ist das ja auch eigentlich Wumpe. Ne? Sind wir ehrlich, dann ist das auch Wumpe. So, tschüss. Sehr gut. Ich glaube, also sie finde ich jetzt gar nicht, also mit dem Squad, den wir zumindest haben, gar nicht so schwierig zu bekämpfen momentan. Ja, das geht wirklich ganz gut fit, muss ich sagen. Ja, wir kriegen natürlich gefühlt gar keine gescheite Heilung. Oder irgendwas auch nur irgendwie. Oh, boah, auch geil. Aber halt auch wieder eine Bodenschwäche, ne? Oh Mann, der wäre richtig nice wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, welche Fähigkeit der hat. Aber Vladi Imperio, so ein geiler. Ab dem nächsten wird's lustig. Mit Jazzy beim nächsten Mal Rayquaza schon. Oh boy. Ja, mega lustig. Da wird es bestimmt Spaß zu Spaß stehen. Hihi. Dach, dach. Ein Gutschein. Dann können wir uns gleich wieder was aus der Gacha-Maschine. Morgen werden wir übrigens aber dafür zu 100% Dings wieder spielen. Ne? Sterling Silver. Da gehen wir dann natürlich wieder rein in die Maschinen. Und dann am Montag gucken wir einfach mal wieder, worauf ich Bock habe. Ob ich Bock habe, nochmal ein bisschen Pokerope zu grinden. Oder ja, Sterling Silver. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht habe ich morgen doch wieder Bock auf Pokémon. Vielleicht habe ich auch Bock auf was ganz anderes. Ich glaube im Stream, ich mache einfach, was ich will an dem Punkt. Also, wenn ich eine Zeit lang Bock habe, nur Pokémon zu machen, mache ich nur Pokémon. Wenn ich eine Zeit lang Bock habe, nur Non-Pokémon zu machen, dann mache ich nur Non-Pokémon-Content. Und wenn ich eine Zeit lang Bock habe, Mix zu machen, mache ich einen Mix. Weiß nicht, ich will ja da eigentlich immer so eine Struktur haben, aber ich glaube, ich muss das irgendwie aufgeben. Ich weiß nicht, dafür denke ich mir im Stream auch zu, ach, boah, eigentlich gerade gar keine Lust, das zu spielen. Und dann zwinge ich mich immer so ein bisschen, das zu machen. Ich meine, andererseits ist es jetzt auch nicht mega dramatisch. Also ich habe ja trotzdem immer Spaß. Ich glaube, Luftschnitt brauche ich gar nicht. Ich finde sogar Toxin dann gar nicht mal so kacke aufgeben. Dann brauchen wir den Erinnerungspilz eh nicht. Also... Struktur, Spontanität. Aber also Spontanität ist jetzt auch nicht das richtige Wort dafür. Aber ich sag mal, die Struktur ist, ich werde wahrscheinlich irgendwie mal vielleicht so zwei Spiele irgendwie hinschreiben und dann werde ich dann mal entscheiden, auf was ich mehr Bock habe oder so. Ich will zumindest nicht immer mich nur auf ein Spiel so ein bisschen begrenzen. Weil ich weiß auch nicht, oh, Dünenhieb auf dem ist wild. Mein Problem ist halt auch so, diese schwierigen Nuzlocks, da gibt es nicht mehr wirklich so die Spiele, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf, die zu spielen. Also im Sinne von, also Sterling Silver zum Beispiel, ich glaube, da bin ich noch ein bisschen geschädigt von, im Sinne von, dass ich mir denke, das schaffe ich sowieso nicht. Auch wenn es momentan vom Gefühl her, lol, na gut, dann nehme ich einmal kurz den Wankelstrahlboost. Dass ich mir denke, ja, eigentlich glaube ich, könnte ich es schon schaffen. Aber ich weiß ja, was da noch für eine katastrophale ganze Kacke auf mich zukommt. Und ich sehe mich halt nicht, da irgendwie alles rumzukalken und so, weil das muss man halt eigentlich an dem Punkt dann wahrscheinlich machen. Da habe ich halt einfach keine Lust drauf, ne? Das ist halt das Ding. Da will ich mich da nicht so ganz so begrenzen, dann gucken wir einfach mal, worauf ich einfach Bock habe. Ach nee, Drachenroute. Ich dachte ganz kurz, dass da Drachentanz steht. Das wär's gewesen. Boah, das wär wild. Eine Runde Drachentanz als TM? Sag ich nicht nein. Oh, scheiße, er hat sogar gelebt. Scheiß Robustheit, ey. Also, wenn ihr Spielideen habt, ich möchte auch wahrscheinlich nach dem Urlaub, ich weiß noch nicht, ob es in der Woche oder in der Woche danach, werden wir vermutlich, weil ich ja da eh wieder in den Ringfit-Grind gehen will,
Werden wir ziemlich sicher auch im Stream einmal Ring Fit machen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hier setupen kann. Das ist noch so ein bisschen meine Angst. Endlich die Plasma-Fäuste. Die machen, glaube ich, noch nicht wegen dem P, dass Normalattacken zu Elektroattacken werden. Aber ist nicht ganz so dramatisch. Ich finde allein schon die 100 Base Power ziemlich geil. Level 89 auch ein ganz wildes Level dafür. Ja. Kochstream. Oh, Seife! Na, wo kommt er denn her? Das hat nichts abgezogen, obwohl ich auf plus 6 war. Ich habe halt Angst, dass ich den mit dem Plasma-Fäusten gleich kill. Das ist so mein Problem. Ich weiß, es ist ein Selfie, der ist bulky, aber... trotzdem, ne? Wir kriegen Leer ab, aber das ist okay. Wow! Der Balken ging jetzt gerade dramatisch schnell nach unten. Rogue-Ball. Ah, schade. Rogue-Ball. Ah, schade. Warte mal, ich kann ja noch Smetbo reinschicken und den einschläfern, merke ich gerade. Ich überlege gerade, ob wir Selfie sogar... Selfie wäre eigentlich auch geil zum Mitnehmen. Der ist nämlich bulky. Der könnte so ein bisschen gegen das Eternatus, wenn es soweit wäre, dastehen. Alter, du pennst. Bleib jetzt mal drin und bist im orangenen Bereich. Bruder. Kann er jetzt mal... Kann er in dem Scheißball drin bleiben? Selfie ist zu selfish. Oh, unser Jokus Maestro ist am Start, ich merke schon. Alter. Der will aber wirklich gar nicht, ne? Ich heile mich jetzt mal einmal kurz mit Goldengo. Ich habe auch keine Hyperbälle mehr, ne? Mit dem Hex ist at the moment echt tricky bei dir. Das allgemeine Meta sind extrem schwierige Kaizo-Hex. Und der Rest ist irgendwie meh oder zu einem... Ja, ja, genau. Also zumindest für den Stream. Weil auf YouTube kann ich ja wenigstens... Oder auf YouTube mache ich dann... Dann sage ich halt, okay, dann benutze ich halt einen Heiltrank, mein Gott. Aber für alles andere ist irgendwie alles so... so überhaupt nicht so in meinem, wo ich da Bock drauf habe. Wo ich so sage, yo, das kann man noch gut so spielen, ohne dass du 3 Millionen Kalks machen musst. Weil ich weiß nicht, also ich folge ja auch so Flygen HG, Moxie und so. Und jedes und Pokémon Challenges, jedes Mal, wenn ich in den Stream reingucke, ich sehe jedes Mal einen Kalk. Ich sehe die ganze Zeit die Leute nur kalken. Was anderes machen die gefühlt nicht. Ich sehe kein Gameplay. Ich glaube, ich habe einmal habe ich bei Pokémon Challenges einen Kampf gegen Klavia gesehen. Das war's. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich habe noch den... Was habe ich noch gesehen? Irgendwas hatte ich noch gesehen. Ah, es war... Als er seinen ersten Versuch in Emerald Paizo gemacht hat. Den habe ich, glaube ich, sogar live gesehen, das, als er verkackt hat. Aber gefühlt wackelt bei dem Pokéball mehr als bei den anderen Bällen, ne? Hat er nur noch Ausdauer? Ne, er hat auch Psychokinese noch. Ich hätte wüsste, wie viel AP der noch so hat auf seinen Moves, ne? Ne, er hat ja auch Psychokinese offensichtlich noch. Das habe ich. Ich weiß nicht. Das ist immer noch nur Ausdauer. Ja, er hat aber trotzdem immer noch. Ich weiß nicht, nach welchem Pattern er das macht. Also offenkundig hat er da immer noch was. Ja, er hat sogar mehr als genug noch ein Pedo. Oder. Aber ja, das ist halt so momentan mein Problem, deshalb. Deshalb tue ich mich auch mit Sterling so schwer, das auch unbedingt weiterzuspielen, weil ich mir immer denke, ja, also ich vermute so bis Orden 4, 5, 6 irgendwie werde ich schon irgendwie hinbekommen, aber danach sehe ich halt kein Land mehr. Und ich habe die Liga noch nicht einmal in meinem Leben gesehen. Deshalb weiß ich immer nicht, was ich im Stream genau spielen soll an Pokémon-Kram. Das macht es mir momentan echt schwierig und alles, was so... auf einem Niveau ist, was ich Hardcore naslocken kann, habe ich halt schon geschafft. Oder gemacht. Also wir haben Rising Rubia, wir haben Renegade, wir haben Sacred Gold, wir haben Freezing Sapphire. Haben wir noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Ich
Hast du eigentlich allgemein keinen Bock auf Kalks oder liegt es eher daran, dass dann der Chat tot wäre? Beides. Also, ich habe allgemein eigentlich keine Lust allzu viel. Also, so ein paar Sachen rumzukalken finde ich nicht so schlimm. Da wird er eher. Jetzt wäre er noch im roten Bereich wenigstens. Wow. Weil da ist halt das Problem. Also, der Chat ist dann erstens komplett tot bei mir. Das ist halt ein Problem. Und wenn ich jetzt so mal eine Viertelstunde oder so rumkalken muss, das fände ich per se nicht schlimm. Aber wenn dann halt... Da ist so mein Problem, dann denke ich mir immer so, dann brauche ich den Stream nicht anmachen, wenn quasi keine Chat-Interaktion ist. Und ich dann wirklich die ganze Zeit da, also entweder keiner da ist oder niemand schreibt oder so, dann denke ich mir immer so, ja, dann brauche ich eigentlich auch nicht streamen, ne? Dann ist es mir auch relativ wurscht, ob der an oder aus ist, weil dann lasse ich den lieber aus. Weil dann mache ich mir nicht die ganze Zeit irgendwie einen Kopf und so. Weil ich mache mir, also ich bin jemand, ich mache mir halt dann immer so einen Kopf und denke, oh, ist das gerade langweilig oder ist das interessant und so, ist das schwierig. Stell dir vor, du erzählst einen Pokémon, non-Pokémon, du bist Zweiter in der Pokémon-Weltmeisterschaft gewesen, wurdest nicht Erster, weil ein 8-Jähriger dich zerstört hat. Stell dir vor, du würdest Pokémon TCG spielen und würdest ausgeschieden werden, weil dein Gegner eine Karte von dir ist, weshalb dein Deck nicht mehr valide ist und du rausgeschmissen wirst. Und jetzt denkt ihr euch, was labert der Typ da, dass es legit passiert. Das ist so wild. Das ist so wild, dass ich das heute auf Twitter gelesen habe, ne? Das ist so der Wahnsinn. Lumineszent würde ich noch ein bisschen geben, ja. Und das muss erstmal auch auf... Da ist auch ein bisschen das Konzept von mir, beißt mich da immer ein bisschen auch rein. Weil im Endeffekt warte ich ja immer, bis ich das auf YouTube einmal gemacht habe. Und dann bringe ich es halt im Stream. Weil wenn du im Stream schon die schwierigere Variante geschafft hast und dann auf YouTube die einfache spielst, das ergibt ja keinen Sinn. Wenn du lernst am besten, indem du öfter ein Spiel spielst, zum Beispiel würde ich dir empfehlen, einen Trainer anzuschauen. Wenn du kalken willst, dann machst du das. Ja. Aber ich schaue mir, ich habe ja eh das Dock neben mir im Endeffekt. Aber du musst ja trotzdem kalken, sonst kommst du an bestimmten Gegnern einfach nicht vorbei, wenn du nicht genau weißt, was die grob so machen. War wahrscheinlich das Metrolag. Ja, also ich weiß nicht. Also, hä? Ich bin ein bisschen irritiert von der Frage, was soll es denn sonst sein? Also kriegst es hier nicht geschenkt oder so, wenn du das meinst. Wären so Monotype-Runs oder spezielle Challenges in einem etwas einfachen Hex. Renegade, was für dich? Ja, sowas habe ich tatsächlich schon überlegt, ob man... Also in Renegade habe ich auch schon mal so eine Snaplock oder sowas überlegt, wo man halt... Sorry. Wo man halt so Mons wegstreicht oder ähnliches. Aber ich hätte hier nicht hingehen sollen, merke ich, ne? Hier sind überhaupt nicht die Gegner, die ich haben will. Also so gar nicht, gar nicht. Map Randomizer wäre auch witzig. Stimmt, das wollte ich auch irgendwann mal machen. Aber das sind halt auch nur so Ein-Stream-Sachen. Das ist halt das Problem. Bundesbeere wäre auch schon nice, muss ich gestehen. Ich glaube, ich nehme einfach so die Meldung. Also so in der Richtung habe ich... Oh mein Gott. Habe ich auch schon mal was überlegt. Ob man sowas macht oder eine spezielle Challenge, ja. Da ist halt immer nur das Problem, dass du halt wieder so Spiele spielst, die dann auch wegen... Es ist halt so, ich weiß nicht, es ist so knifflig, weil ich mir immer denke, jetzt zum 3.000.000. Mal im Endeffekt dasselbe Spiel zu spielen, ist ja eigentlich auch langweilig. Aber irgendwie wollen die Leute, glaube ich, immer dasselbe sehen. Nein, Pokémon Unite kommt mir hier nicht in die Tür, das interessiert mich so kein bisschen. Also, finde ich so langweilig. Damit kann ich nichts anfangen. Kauzig-Münze. Na, nehme ich lieber als Sonderbonbon. Oh, na guck mal an, das ist doch ein Gegner, gegen den ich sogar kämpfen kann. Hast ja auch mal gesagt, dass Folge-Randomizer interessant wäre. Stimmt, wir wollten mal so eine ganz kranke Randomizer machen.
bei irgendwem gesehen, dass Renegade mit nur jedem fünften Encounter gemacht hat. Waren dann nur 12 Monster insgesamt, war durch. Aber als Nuzlocke oder einfach nur zum Durchspielen? Weil als Nuzlocke fände ich das schon, das wäre sehr sportlich. So, jetzt muss uns Steigerungshieb leider verlassen, weil dafür ist Nahkampf zu geil. Weil das wäre schon, das wäre ja super sportlich, bin ich ehrlich. Ohne Frass, okay. Hitzekoller, ja, spektakulär, Girafarik. Gibt's Farigiraf schon? Mythenkraft, boah, das wäre geil mit Farigiraf. Bin ich ehrlich, das wäre strong. Ja, ist halt alles. Weiß ich nicht. Na, alles jetzt nicht die geilsten TPs, ne? Mehr als Hardcore-Naslock ist aber in der Siegestraße gewalt. Boah, das wäre mir zu heavy. Also da gehe ich eher auf eine Snap-Lock und sag, wir bannen den halben Pokédex. Sowas in der Richtung sehe ich mich eher dann. Also sowas habe ich halt überlegt, ob man sowas vielleicht macht. Aber es ist halt schwierig. Müsste es geben, wenn eine Hillape existiert. Also was habe ich gerade gesagt? Ich bin gerade irritiert. Bin ich selber von mir verwirrt. Was ein Snaplock? Albin Pokédex-Bahn. Oh, ein Gladiantri. Diebstahl. Oh. Oh. Nicht verkehrt. Ob Parigraf existiert. Ah. Nee, aber ich glaube, es sind noch nicht alle neuen Pokémon implementiert, dachte ich. War da nicht irgendwie was? Ich dachte, da war irgendwie was, dass nicht alle drin sind. Oder so. Dachte ich, hätte ich zumindest mal gelesen. Kann mich natürlich auch gut und gerne irren. Ich meine, da war es was. Farigiraf sollte es geben, dann ist Girafarik gar nicht mehr so erst. Dann finde ich den gar nicht so scheiße. Kann man sich aussuchen, was man band oder irgendwie random? Also ich weiß, Flygen HG macht das ab und an. Der macht das, glaube ich, sogar. Weiß ich nicht, hat das mal den, Gott, wie heißt es? In Dings gemacht. Oh, die erfahren sogar weh. Okay, auch wild. Wo hat er das gemacht? Hat er in Renegade gemacht? Und er hat die Community abstimmen lassen, was gebannt wird. Ich meine, tendenziell wird halt das gebannt, was relativ stark halt einfach ist. Ne? Er gibt ja irgendwo sehr viel Sinn. Ne? Denn es gibt einige interessante Challenges bei einfachen Hexen. Snaplock wäre auch spannend, wenn man die ganzen Broken Mons wegnimmt. Ja, ich glaube, also Snaplock, muss ich gerade sagen, finde ich actually am interessantesten die Idee gerade. Ich glaube, das wäre vielleicht was, was wir in Angriff nehmen. Und dann könnte man sogar überlegen, ob man sowas wie... Nee, dann würde man... Aber ich weiß halt nicht, in welchem Hack, ob man dann... Renegade nimmt oder was nimmt. Ich hasse es, dass ich gerade kein Wasser-Pokémon habe. Der hat davor gegen mich geswitcht. Ich weiß nicht warum. Naja, er war noch in der Flammenwut. Müsste ich gesehen haben in irgendeinem Biom als Super Rare Encounter. Crazy. Sind die alle Pokémon, die existieren, gibt es im Pokéball. Okay, dann nevermind. Dann habe ich irgendwas falsch verstanden. Das kann auch gut sein. Mit Imagine All Gen Randomizer Marathon mit Regeln zum Beispiel Lust muss von Gen 1 wieder anfangen. Ich glaube, sowas wollte ich mal mit einer Nuzlocke machen. Also zumindest mit einer normalen Nuzlocke. Und dann dachte ich mir, das ist zu langweilig. Na, Randomizer? Können aber sich überlegen, ne? Mein Timo hat ja mal sowas angefangen. Ich weiß nicht, ob er das zu Ende gebracht hat, dass er dann die Pokémon, glaube ich, gebannt hat. Die er schon benutzt hatte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her, dass ich das gesehen habe. Oder vielleicht mal so einen Run wie Smallland. Der Chat überlegt sich 10 Begrenzungen für einen Run. Das können wir auch machen, aber ich weiß nicht, ob ihr krassere Begrenzungen findet als eine Hardcore-Nasenbob-Regelung. Oh, gegen wen haben wir noch nicht gekämpft? Stimmt. Wüste oder Berg? Wüste klingt mir zu sehr nach Boden. Berg ist wenigstens noch so Gestein. Oder Flug, ja, noch besser. Aber dann werfen wir mal wieder die Ayogacho-Maschine an.
Aber ja, so lasst uns doch sowas ein bisschen im Discord-Chat sammeln. Und dann kann man ja abstimmen, was nice wäre. Und dann kann man auch nochmal gucken, in welchem Game man das machen will. Und dann wäre so das tendenziell das, was wir wahrscheinlich vielleicht nach dem Urlaub machen. Ich weiß halt nicht, also bei Sterling ist halt echt mein Problem. Also wir haben es ja am Mittwoch weitergespielt. Und irgendwo sehe ich schon, dass ich da noch weiterkommen kann. Aber ich sehe niemals das Ende des Tunnels, dass wir da irgendwie bis ganz zum Ende kommen. Ich habe jetzt schon öfter Randomizer Nasox gesehen, wo ganze Typen vom Chat gebannt wurden nach jedem Arena-Leiter. So was können wir auch machen, also habe ich auch kein Problem mit. Oh, für Gordrom wäre tatsächlich Kraftkoloss gar nicht mal so ass. Jetzt haben wir wirklich eigentlich eh fast nie. Du hast einen Discord? Ja, natürlich. Also der ist mit Maxi prinzipiell, aber Maxi macht nicht wirklich Content momentan. Beziehungsweise wurde der ja auch eröffnet zu Team Mauni-Zeiten. Also von daher ist es wahrscheinlich eher mein Discord inzwischen. Aber wenn Maxi mal zurückkommt, dann kann er den natürlich auch ganz normal weiter benutzen. Imagine 2024 Team Mauni-Comeback, das wäre auch wild. Wäre ein wildes Comeback. Also ein Wasser-Pokémon wäre halt auch einfach stark, ne? Ich weiß halt einfach nicht, was ich da reinwerfen soll. Mach vielleicht sogar noch das Schmetto raus. Ja, keine Ahnung, alles. Ja. Warte mal, warum ist der auf Freaking Level 100 hin? Wieso ist der. Wann? Warum? Warum übernimmt ihn einfach komplett? Kommen hier 10 Begrenzungen plus All Gem plus Romex Marathon. Bis Rente genug Content. Ich glaube, das wird ein bisschen too much, habe ich das Gefühl. Also es wäre ein Langzeitprojekt. Es wäre fun. So, mit jedem Orden kommt eine weitere Regel hinzu. Weil ich glaube, da wird es dann irgendwann zu abgedroschen. Aber irgendwie wäre es auch geil. Aber ich glaube, es wäre schnell zu abgedroschen. Wäre auch geil. Ja, wirklich. Na, auf YouTube habe ich mehr als genug, was ich so alles machen will und kann. Da müsste ich mich halt mal aktiv hinsetzen. Und ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht so wirklich damit anfreunden auf naja, natürlich. Ich kann mich irgendwie nicht damit anfreunden, auf YouTube, im Stream so quasi Aufnahmen zu machen. Das machen ja super viele. Ah ja, Donnie braucht wieder eine Liga. Nö, eigentlich nicht. Also ja doch, weil ich müsste mal wieder ein bisschen besser werden. Ich müsste... Das hat nicht gekillt. Das verdutzt mich jetzt etwas. Ich müsste halt besser werden. Wenn... Also angeblich startet, gibt es ja GPL dieses Jahr noch. Ich weiß nicht wann. Also ja, auf jeden Fall vor September definitiv nicht, weil im August sind ja die Worlds. 6-6 kriege ich dadurch. Ja, dann teile ich eben nicht einmal und halt eben einmal. Und dann nehmen wir das mit. Und ich glaube aber auch nicht, dass im September irgendwas passiert. Ich vermute nicht, dass vor Oktober was ist. Ich halte Oktober für ein Startdatum, was durchaus sein kann. Dann wäre man bis Dezember wieder durch. Aber ja, davor wäre es halt ganz nice, mal wieder eine Liga mitzunehmen, dass man halt einfach ein bisschen übt, ne? Das wäre schon nicht verkehrt, ein bisschen wieder reinzukommen in die Materie. Was heißt in die Materie, ne? Also so kacke bin ich jetzt auch nicht, aber ich sag mal so, ich habe schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Also, was heißt lange nicht mehr gespielt? Also, es wäre halt auch mit Upload wahrscheinlich nicht mehr verkehrt. Wow, jetzt sterben beide, ne? Hä? Wie hat Monetigo das die ganze Zeit mit einem KP überlebt? Also finde ich geil. Bin ich nicht falsch. Aber ich verstehe nicht so ganz wie. Ah ja. NPBL kommt auch Ende des Jahres. Ja, also ich mache auf jeden Fall nicht zwei Ligen gleichzeitig. So viel kann ich sagen. Genlock. Man fängt mit Gen 1 an und Siegerteam kommt als Eier in der nächsten Gen. So versucht man bis zum Carpet Champ, maybe noch ein paar extra Regeln randomisieren.
Ja, sowas habe ich ja mal als Nuzlocke versucht, aber da ist halt die Frage, ob das nicht als Randomizer wahrscheinlich interessanter ist, ne? Würde es vermutlich sein. Würde es vermutlich sein, ne? Wo soll man Ideen reinschreiben? Einfach in den Stream-Talk. Stimmt, wegen dem Dex-Cut ab Gen 8 geht das nicht mehr. Stimmt. Na, aber man könnte bis Gen 7 machen. Oder halt nur die Monster übernehmen, die man, die halt da drin sind. Lade heute meine Familie zum Essen. Nein, sympathisch, wo geht's denn hin? Was gibt's Feines? Was gibt es Leckeres? Also hoffentlich Leckeres. Oder warte, oder kommen die zu dir zum Essen? Kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht wird was Feines gekocht. Kriege ich eigentlich mehr Geld durch Goldrausch? Eigentlich ja, ne? Also würde zumindest Sinn ergeben. Ui. Okay. Interessant. Laubklinge. Oh. Sieht halt gar nicht mal so wenig ab. Defense erhöht. Ach du Scheiße, echt jetzt? Der hat einen scheiß Mega. Oh, okay. Neff plus kleine Geschwister wünschen sich Meckes, darum mal das plus mein Vater will seine Punkte auf der App. Okay, das ist irgendwie... Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich gestehen, aber okay, dann gibt es wohl Meckes. Klingt sehr deprimierend, wenn du mich fragst, aber ja. Kannibana mit Schlagbohrer, okay. Barmelin jetzt auch nicht begeistert. Oh, mit Trepperschwall, das ist ganz cool. Mordhecko. Er dachte 5-Sterne-Restaurant, ja, nicht 5 Sterne, aber vielleicht so geil. Ah, sie hat ein Fee oder sowas. Ey, man muss wirklich sagen, aber was man festhalten muss, was ich gemerkt habe und was meine Freundin auch immer merkt, Freitagabend irgendwas zu machen, ist eigentlich so das Geilste, was man machen kann. Also irgendwie weggehen oder so. Weil einem das Wochenende so lang vorkommt dann, das ist so geil. Also ich müsste, wir müssten eigentlich irgendwie was. Wir müssten eigentlich irgendwie was finden, wo wir Freitagabend immer irgendwas machen. Aber so Freitagabend immer essen gehen ist, glaube ich, sehr teuer. Boah, wenn man irgendwann mal da hinkommt, das würde ich, boah, das wäre geil. Wenn man Freitagabend immer so Date Night essen gehen, das wäre aber auch geil, muss ich sagen. Hier Seidenschäler, aber ich habe keinen Mann in Normalmove, der taugt. Schwierig. Ich muss auch gleich kochen, Aye. Das Kochen, das Leben eines kochenden Menschen, es ist anstrengend. Vor allem, weil das Essen immer so schnell geht. Das ist halt wirklich deprimierend, muss ich sagen, das Essen immer so schnell vorbeigeht. Mein Vater ist kein Fan von Essen aus dem Ausland. Was? Hä? Aber dann, McDonald's ist im Endeffekt auch nicht deutsch. Ich hinterfrag's, glaube ich. Frag's vor allem. Kurzer Voice-Cracker. Ich hinterfrag's einfach nicht. Aber irgendwie weird. Italienisch geht noch, aber alles andere mag er so null wie asiatisch. Aber hat er es zumindest mal probiert oder sagt er pauschal einfach nein? Weil ich sag so pauschal Nein-Sager, die stinken. Ich denn jetzt die gewollten. Ich werde mir jetzt. Es gibt ja so viel geiles Essen auf der Welt. Ich meine, gut, wenn man jetzt sagt, dass man irgendwie Insekten nicht probieren will, das verstehe ich. Okay, wen fusionieren wir jetzt? Das eröffnet uns jetzt natürlich auch nochmal neue Möglichkeiten. Boah, sollen wir Zeraora mit Gortrom fusionieren? Wie funktioniert die Fusion dann? Ihr müsst mir erklären, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Wobei, wir könnten noch... Boah, wir können auch Zeraora mit Meditalis fusionieren, ne? Dann könnten wir uns Mentalkraft geben. Oh my goodness. Ich weiß nicht, ob ich Aguion plus Zeraora
trennen will, weil die zwei schon so richtig geil sind. Smetbo Agoyon für das Shiny. Aber ich weiß nicht, ob ich damit nicht die Stats eher kaputt mache. Wenn die sich dann splitten. Und wie ist denn das mit den Attacken dann auch? Wie funktioniert das? Da habe ich auch gar keine Ahnung, wie das gemacht wird. Da bin ich leider auch overfragelt. Muss dir nur merken, dass die Stats gesenkt werden, wenn du ein krasses mit einem mitmixt und Attacken kriegst du von beidem. Ja, aber dann würde ich halt Zeraora mit Gordrom nehmen, weil dann ist man immer noch sehr schnell, man hat immer noch sau viel Angriff und du hast eine geile Coverage zusammen. Ich probiere es jetzt mal mit Zeraora plus Gordrom. When you get a DNS Splicer item, you may use it on two Pokémon on your party. Looks like it's determined. Base stats are averaged. Moves, learn sets and items are combined. Fusing two shinies combines their luck points. Comes from first Pokémon level, IV's nature. First type passive comes from second Pokémon. Second or only type ability, Terra type of both Pokémon. Ja, aber dann. Ich fusioniere jetzt einfach. Zeraroom. Yo! Wieso sieht der so geil aus? Das ist die Frage, nimmt man den Mogelhieb weiterhin mit? Ich merke schon, dass die Coverage so ein bisschen begrenzt hier ist. Der sieht ja bumsgeil aus. Aber Abschlag brauchen wir, glaube ich, nicht. Auf Koloss brauchen wir auch nicht. Aber das ist halt jetzt die Frage, will man sehen? Aber ich glaube, ich finde es die sogar besser. Die Trommelschläge will ich aber als Coverage haben. Goll. Haben wir auch Notdünger, Elektropflanze. Boah, das sind halt immer noch so geile Werte. Holy shit, schaut ihr euch an. Also wir sind natürlich deutlich langsamer geworden, aber haben halt jetzt auch dafür Trommelschläge. Ich denke, damit haben wir alles richtig gemacht. Ja, ich glaube es so, also ich habe gesehen, dass ein neues Event, ein Pride-Event angekündigt wird. Genau, und wir haben nochmal Platz für ein weiteres Mon. Jetzt müssen wir halt nur gucken, ob wir irgendwas finden, was wir benutzen wollen. Außerdem gibt es, glaube ich, auch irgendwas. Irgendwas mit Fusionen gab es auch, dass man mit einer Fusion das Ding beenden soll. Im Best Case. Boah, der schaut so scheiße geil aus. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Celebrate Pride Month with new Shiny starting from June 14. Ja, 21. To discover new bright black inspired variants for some of your favorite Pokemon. Top of that, shiny chances will be increased. If you don't find your favorite shiny fruit, don't worry, you will still be able to find and use these shinies after the end of the event. Das ist das neue Event. Aber ich habe eigentlich davor auch gedownloadet und also davon habe ich nichts gefunden, leider. Das einzige Problem an Zeraom ist halt nur, dass der jetzt natürlich nicht so geil ist gegen Eternatus und gegen Rayquaza, ne? Aber ich glaube, das ist etwas, das können wir noch okay sagen, dass wir das okay finden. Aber ist das schon bei mehreren draußen? Der ist Pflanze-Elektro, yes. Dadurch haben wir nämlich halt jetzt auch wieder eine Bodenschwäche weniger. Läuft ab jetzt? Warte, heißt das? Ich könnte jetzt einmal kurz speichern und beenden. Und dann downloade ich einfach nochmal kurz Gamefiles und dann sollte ja eigentlich das da sein. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das gerade vor ein paar Minuten startet, ja. Naja, kannst du es ausgleichen mit einem anderen Mann dafür. Eben. Das heißt, wir müssen nur gucken, dass wir das jetzt dann fangen, weil sonst wird es schwierig, das richtig nachzuleveln. Beziehungsweise fast unmöglich. Weil das Problem haben wir beim letzten Mal festgestellt.
dass das ein bisschen sehr kniffelig schnell wird. Ich bin immer so stolz, wenn Leute auf den Discord kommen und es hinbekommen, sich selber eine Rolle zu geben. Ne? Das verscheißern so viele. Das ist der Wahnsinn. Warte mal, welche Musik läuft da eigentlich gerade bei euch im Hintergrund immer? Ist das die Pokerope-Musik? Weil ich sehe gerade, die normale Musik ist gar nicht an. Sagt das doch, ich mache euch doch geilere Musik an, hä? Hier machen wir ein bisschen Donkey Kong an. Also zumindest tanzt da Donkey Kong drauf. Okay, es gibt gerade keine Rückmeldung. Pokerope, wollen Sie sich bitte am Riemen reißen? Warum war doch okay? Ah, na gut. Aber das ist die bessere Mucke. Die nice. So. Jetzt updatet das Ding einmal. Und damit sollten wir in dem Pride-Ding ja drin sein. Beziehungsweise, warte, ich gehe mal nochmal raus. Was mich interessiert. Okay, irgendwie... Ich weiß nicht, wenn es an ist, ist es an. Wenn nicht, dann nicht, I guess. Ich weiß nicht, ob das... Also anscheinend hat das Event gestartet, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es bei mir unbedingt an ist. Wenn man aber erstmal nicht weiß, wie man es macht mit der Rolle. Wie mit der Rolle, was? Bin irritiert, ich bin verwirrt. Achso, du bist der Boss. Na ja, gut, tschüss. Oh, war schön mit dir. Und eine sehr tiefe Pokémon-Frage für dich. 1 Million Löwen oder von jedem Pokémon... Was? 1 Million Löwen oder von jedem Pokémon 1. Wer gewinnt? Hä? Ja. Das ist so eine weirde Frage, weil... Eigentlich ist die logische Antwort Pokémon. Oh, bitte, Manuvi. Du dummes, beschissenes Drecksviech. Okay, Blubsauger. Oh, imagine Manuvi mit Blubsauger. Das wär's gewesen. Ah, okay, dann krieg ich's nur mit, wenn ich das Shiny sehe. I see. Danke für die Info. Ah. Jetzt bin ich gespannt, was die Antwort von Zero ist, weil, also, wäre natürlich Pokémon, aber... Was will denn Löwe machen? Also der verliert, also ich meine, es existiert ja Arceus. Ah, wenn ich jetzt gerade hier bei Wasser bin, muss ich gucken, welchen geiles Wasser-Pokémon finde, was ich will. Dass ich mir das schnappe. Nicht, dass wir hier ohne Wasser-Pokémon rausgehen. So, irgendwas, was vielleicht auch nicht schlecht gegen Eternatus oder so wäre, das wäre geil. Das ist eine Diskussion, die man öfter hört, so viele sagen, wegen irgendeinem Grund die Löwen gewinnen, obwohl die was? Für mich sind die Pokémon die logische Antwort. Weil im Endeffekt, also erstens können die Schutzschild einsetzen, dann können die Löwen, also im Endeffekt könntest du zwei Pokémon nehmen, dann eine drückt Schutzschild, sodass beide geschützt sind, der andere drückt Psychokinese und fertig. Bailonda. Nee. Wobei, den hätte man aber fangen können für die Bonbons, maybe. Weil dann hätte man mit Moxie was machen können. Die Frage war, ist ein Trend. Ich gar nicht mitbekommen. Ne? Reicht ja schon ein Palkia wäre ganz nett. Ja, das stimmt. Das würde mich schon ausreichen. Da hast du recht, ja. Ja, doch. Würde ich auch so unterschreiben. Das wäre in Ordnung. Das würde reichen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, jetzt spiele ich das 5 gegen 6. Okay. Ich bete, dass ich schneller bin. Okay, killt das einfach? So einfach klatscht man den an die Wand. Und tschüss, Rayquaza. Wie wollen Löwen denn einen Geist auch zum Beispiel angreifen? Ja, eben. Also, ich weiß nicht. Das ist so eine überflüssige Frage in meiner Welt so. Tschüss, Shadrago. Ach, Agoyon, du geile Sau, du. Hab mal gehört, dass umso öfter man Pokémon im Pokéball fängt, umso billiger wird das jeweilige Mon. Stimmt das? Chat, ich gebe die Frage an euch weiter.
Ich habe das Gefühl, Dagoyon besiegt den jetzt einfach. Ich habe das auch das Gefühl, dass das somit das schwächste Team ist, was ich bisher bei ihr gesehen habe. Also das Team mit Despotar und so fand ich viel schlimmer. Aber gut, ich meine, jetzt weiß ich auch, wie sie wechselt und so. Und weiß auch, dass sie immer so wechselt. Also von dem her ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes. Boah, ich brauche unbedingt mehr Dings. Noch mein eines Mon und irgendwie mehr Erfahrungspunkte. Die anderen sind teilweise so weit hinten, die sind über 20 Level hinten dran. Gar nicht gut. Boah. Das ist nice. Und ich brauche mehr Geld auf dem Konto. Ja, ich auch. Lasst jetzt einen Sub bei Downy Downster da. Oh, Krebutak. Könnte man wirklich überlegen, ob man den mitnimmt. Weil ich habe beide Typings nicht da. Ich habe aber nur Pokémon, die den killen. Cool. Dann wechsle ich den mal raus. Weil sonst died der mir da einfach nur weg. Werfe ich einfach meinen Ball. Oh mein Gott, das hat viel abge. Ich habe keine Bälle! Oh ja, gut. Da hat sich das auch erledigt. Vielleicht sollte man erstmal Bälle mitnehmen. Wenn ein Pokémon häufig fängt, sammelt man damit Bonbons. Die kann man nutzen, um sie in der Starterauswahl günstiger zu machen oder die passive Fähigkeit freizuschalten. Ja, ich will halt erst die passive Fähigkeit haben. Ja, Krebutak ist ja auch ein Geiler. Der Bursche ist ja auch einfach ein Geiler. Kann man nichts gegen sagen. Warte mal, warum spiele ich eigentlich immer noch mit dem? Lass doch mal in Zeraum gehen. Vor allem Zeraum ist sogar jetzt bulkiger geworden, weil wir wesentlich mehr KP und wesentlich mehr Dings bekommen haben. Ich glaube, Spilldeaths sind immer noch kacke, aber auch so. So finde ich das erstmal ganz nice. Weil ich verstehe gar nicht, nach welchem Konzept werden diese. Sind die Fusionsfarben vorgefertigt? Weil ich meine, also, sind wir ehrlich, das hat jetzt nicht allzu viel mit Zeraora zu. Mit Gorthrum zu tun. Die Farbe, die dieses Zeraora angenommen hat. Aber es sieht sehr, sehr geil aus. Da kann man sagen, was man will, aber es sieht schon geil, ey. Du kriegst noch ein Calcium reingedrückt. Okay. Ich glaube, das one-shottet doch nicht. Das one-shottet! Oh, ich bin 15 Level drüber, ich Idiot. Ich dummer Depp, ich habe nicht realisiert, dass ich 15 Level drüber bin. Oh, das wäre so ein gutes Mon für den Squad noch gewesen. Oh, ich bin so ein Stück Scheiße. Oh mein Gott, ich habe eh keine Bälle. Never mind, es ist ja eh wurscht. Ich habe ja immer noch keine Bälle. Das ist ja eh irrelevant. Ich würde gerne die Pokebälle mitnehmen, ne? Ich muss Pokebälle mitnehmen. Ist ja eh wurscht. Never mind, all good, Freunde. Ich habe alles richtig gemacht. Das wusste ich natürlich. Aber es wäre trotzdem mega das geile Mon mit dem Squad gewesen. Aber ich glaube nicht, dass ich das mit 5 Pokebällen gefangen hätte. Da bin ich jetzt einmal mal so realistisch und sage, dass. Nee, nee. Muss ich irgendwen heilen? Schmetterling. Ah, der Rest ist nur so. So leicht angeditscht. Oh, ich glaube, den kriegen wir hin. Erstmal ein geiler Hydro Dodge. Stark. Jetzt sind wir schon auf plus 4. Aua, das hat wehgetan. Tschüss, Pelipper. Mal sehen, wie ich an Troy vorbeikomme. Aber ich bin echt gespannt, gegen welchen Dings wir antreten müssen. Das kann auch unangenehm. Ah, ich habe noch überlegt, ob ich genesen soll. Als ob das wirklich killt. Damn. Naja, gut, Zeraum sollte diesen Kampf eigentlich easy gewinnen. Weil er kann ja legit nichts. Also, Pflanze, Elektro kann Wasser, glaube ich, nicht gewinnen. Mein Flohmarkt hat einen Fischverkäufer, der sieht genauso aus wie Kombu. Ja, ich sag so. So stelle ich mir auch Klischee-Fischverkäufer. Also den haben sie gut getroffen. Sage ich euch, wie es ist. Oh, das nervt mich jetzt mit Kapukime, ne? Das hätte so gut reingepasst. Das ist der Wahnsinn. Es triggert mich so. Das Ding wäre so nice gewesen. Joa.
Also Zeraum macht gerade sehr, sehr gute Dinge, muss ich gestehen. Das gefällt mir, was ich hier sehen bin. Die Coverage ist zwar richtig beschissen, die ich habe gegen Eternatus, aber gegen alles andere funktioniert sie, das reicht mir.